herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, das ist unser Weihnachtsvideo. Sieht ein bisschen trist aus, weil mein linker Platz ist leer. Aber Elfi ersetzt praktisch Michael, weil er wurde kurzfristig abgerufen und muss vorher zum Dienst, also vorzeitig zum Dienst. Und das war ein bisschen anders geplant alles. Aber dafür haben wir eventuell das Glück, dass er Weihnachten zu Hause sein kann. Also wenn alles gut geht, ich freue mich noch nicht, weil es ist immer bei ihm sehr spannend. Planen ist bei Michael nicht. Und von daher, also bei Michael Job nicht, ne? Von daher hoffe ich, dass es klappt, dass ich jetzt, wenn ich am 4. Advent auf ihn verzichten muss, dass wir dann wenigstens Weihnachten haben, dass er dann nach Hause kommen kann. Hoffentlich drückt mal die Daumen mit. Also, das Jahr 2022. Ja, was soll man eigentlich sagen? Es war ein sehr bewegtes Jahr, würde ich mal so sagen. Also, in vielerlei Hinsicht. Reisetechnisch war es ein gutes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben schöne Reisen gehabt. Ich bin gleich am Anfang des Jahres alleine losgefahren und bin den Weg auch in die Unabhängigkeit gegangen, was das Reisen betrifft. Und das war sehr, sehr wichtig für mich und sehr gut, weil ich es mittlerweile auch genieße, wenn ich ehrlich bin, auch mal alleine unterwegs zu sein, weil man dann einfach auch mal so in sich gehen kann und ja, besser zur Ruhe kommt und einfach auch mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann für sich selbst. Und das ist für mich mittlerweile ganz wichtig geworden, weil der Alltag ja auch ringsherum relativ hektisch immer ist und auch ja, ein rauer Tonfall herrscht überall. Und da tut es dann manchmal ganz gut, wenn man irgendwie auch mal ja, die Seele baumeln lassen kann und ein bisschen zur Ruhe kommt und zu sich selbst findet. Und von daher genieße ich auch mal eine Tour, wenn ich alleine unterwegs bin. Das war also ein sehr angenehmer Punkt in diesem Jahr. Und ja, dann fing ja unsere Urlaubsplanung an mit der Polarlichttour. Allerdings, was ist passiert? Kurz davor brach der Krieg in der Ukraine aus. Und ja, das war natürlich ein Ereignis, womit man so in dieser Form nicht gerechnet hätte, also ich nicht. Nicht in dieser brutalen Form, wie es eigentlich jetzt abläuft. Möchte natürlich auch dazu sagen, vorneweg, bevor es wieder irgendwelche Kommentare gibt, jeglicher Form von Krieg, egal in welchem Land, ist furchtbar. Jegliche Form von Leid, von menschlichem Leid oder auch Leid der Tiere etc., alles, egal welche Nationalität das betrifft, ist furchtbar. Aber dieser Krieg betrifft uns halt eben besonders. Und ich denke, da sind die Emotionen einfach nochmal besonders, weil es eben nahe ist. Ne? Wir sind nicht weit weg und es ist unsere EU, die es betroffen hat. Und es ist kann man schon fast sagen, ein Nachbarland. Also wir sind nicht sehr weit weg von der Ukraine. Und von daher betrifft es einen nochmal besonders, sagen wir mal so. Aber trotzdem ist natürlich jegliche Form, wie gesagt, von Leid schrecklich. Aber das war jetzt halt einfach also nochmal eine Nummer, womit man so in dieser Form nicht gerechnet hätte. Und ja, wir haben dann also auch gezweifelt, fahren wir, machen wir die Polarlichttour oder machen wir sie nicht, fahren wir in den Norden hoch. Und ja, man war auch so ohnmächtig, man hat immer nur vorm Fernseher gesessen und geguckt, was da passiert und konnte es irgendwie alles gar nicht glauben. Und man konnte nichts tun. Und was für mich persönlich dann gut war, ist diese Spendenaktion, die ich gestartet habe. Das habe ich ja relativ spontan aus dem Bauchgefühl heraus gemacht und muss sagen, dass das super angenommen wurde. Und ich muss mich einfach bei euch nochmal bedanken, dass ihr so gespendet habt und ich diesen Kanal so positiv nutzen konnte für diese Aktion. Also das war eine ganz tolle Geschichte. Und mir persönlich hat das auch gut getan, etwas zu tun. Einfach, dass man nicht so ohnmächtig irgendwo da sitzt und nur zuschauen muss, sondern man konnte irgendwie etwas
Man konnte handeln, ja, man konnte etwas Kleines tun. Und das hat mir sehr gut getan. Und das hat auch alles super funktioniert. Das ist alles ordentlich angekommen. Ich hatte das ja persönlich gemacht und mit einer Tierschutzorganisation in Polen Kontakt aufgenommen, die das dann hier an der Grenze abgeholt haben. Eine Fuhre habe ich hingebracht an die Grenze. Eine Fuhre hat Michael mitgenommen nach Polen, nach Breslau und hat es dort vor Ort abgegeben. Und dort wurde es dann weitervermittelt in die Ukraine. Er hat es da ins Lager geschafft. Und also wir konnten das auch nachvollziehen. Wir haben Fotos bekommen und das ist ja auch immer ganz wichtig. Und die Hilfsbereitschaft der Polen war ja enorm. Also das war Wahnsinn. Also das Mädel, was meinen Transport abgeholt hat, die hat das mit einem Privatauto alles abgeholt, ist anschließend, also unter der Woche arbeiten gewesen, am Samstag das abgeholt, anschließend an die ukrainische Grenze gefahren, das sind auch 700-800 Kilometer, alles abgeliefert, hat in ihrem PKW, in ihrem da passen normalerweise 5 Leute rein, da waren 7 Leute dann am Ende drin gewesen, weil sie Ukrainer Flüchtlinge also mitgenommen hat. Das war ja also am Anfang alles ganz schrecklich und ein ziemliches Durcheinander und ja, das haben die gemacht und das Wochenende für Wochenende. Also ich habe den Hut gezogen vor diesen polnischen Bürgern, wie die funktioniert haben und mit einer Liebe und einer Selbstverständlichkeit gemacht alles. Also das war super, super toll, muss ich ehrlich sagen. Hat mich sehr beeindruckt. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, eben doch die Polarlichttour anzutreten und das war auch gut so. Es war schön gewesen und wir haben das Glück gehabt, dass wir die Polarlichter sehen konnten. Das war ja von uns beiden ein großer Traum und es ist einfach auch etwas ganz Magisches, etwas ganz Außergewöhnliches für uns, für die, die da oben leben. Es ist auch irgendwann mal wahrscheinlich normal, aber für uns war es wirklich was Besonderes gewesen. Es war toll. Und wir hatten eben auch das Glück, dass wir eben 5-mal Polarlichter sehen konnten bei der Tour. Und dann haben wir ja die Rückreise angetreten, weil das Wetter eben schlecht wurde. Wir konnten ja auch nicht wie geplant nach Norwegen fahren, weil das Wetter einfach zu schlecht war. Und sind dann zurückgefahren, aber über Norwegen in den Süden und waren mal an der Südspitze gewesen. Das war auch ganz toll, das mal zu sehen. Praktisch den Südpol von Norwegen. Haben dabei ganz tolle Leute kennengelernt, Deutsche, die in Norwegen leben. Seid gegrüßt, Hadi und Frieda. Eine so coole Bereicherung gewesen, auch die zwei kennenzulernen. Und auch der Kontakt hält sich immer noch. Dafür sind wir super dankbar. Es war mega schön. Und wir hoffen, dass wir auch uns weiterhin irgendwo treffen und sehen können und auch vielleicht mal eine gemeinsame Tour machen können. Das wäre richtig toll. Hat gut gepasst und wir konnten oben auch in dem Norden den Alex Konrad kennenlernen, der Polarlichtguide. Und das war also eine sehr, sehr schöne Reise gewesen. Wir sind über die Hardanger Witter in dem größten Schneesturm gefahren. Also ich habe noch nie so einen Schneesturm erlebt. Das war wirklich, das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Wahnsinn. Also so die Hardanger Witter zu sehen, das war wirklich außergewöhnlich gewesen. Also war auch ein Erlebnis und insofern war die Tour mega schön gewesen. Ja, naja, und dann waren halt einige Kurztouren für mich auch, dass ich mal im F60 war. Ich war bei Michael an der Mosel gewesen und dann waren wir nochmal am Stettiner Haff zusammen. Dann waren wir an der Messe oder auf der Messe, das war auch sehr schön. Für uns, für den Hund nicht so. Da müssen wir uns dann mal nächstes Jahr was einfallen lassen. Dolton ist nicht gerne auf der Messe, das ist für den zu stressig. Aber es ist ja das Umfeld auf der Messe auch so schön, dass wir auf dem Parkplatz zusammen sind, dass wir uns alle treffen abends und auch den einen oder anderen YouTuber kennenlernen dürfen und kennengelernt haben. Und das war ganz toll gewesen, dass wir uns mal auch persönlich kennenlernen durften. Das waren sehr schöne Begegnungen gewesen. Es hat mega viel Spaß gemacht, die Messe. Ja, und insofern war das alles super schön gewesen. Am Ende des Jahres kam jetzt diese, im Herbst, die England-Tour, die uns völlig überrascht hat, wie schön England ist. Also wir haben es uns schon schön vorgestellt, aber wir hatten halt mega Glück mit dem Wetter gehabt. Also und wir haben es uns so schön, eigentlich hatten wir uns dann doch nicht vorgestellt. Also wir waren sehr begeistert, auch wenn wir mit der Fahrerei also schon ganz schöne Probleme manchmal hatten. Das habt ihr ja alles in den Videos gesehen. Das Thema hat man angesprochen. Auch danke für eure Tipps, was Navigation betrifft und so weiter und so fort. Sehr willkommen immer, ne? Wenn man uns mal Tipps gibt, da freuen wir uns drüber.
Michael hat den kaputten Spiegel wieder schön repariert, alles gut. Und am schönsten in England auch war die positive Lebenseinstellung der Engländer oder diese Freundlichkeit, die uns da entgegenkam. Also, weiß nicht, das hat mich total begeistert, weil im Moment herrscht so ein rauer Ton im Allgemeinen. Gerade bei uns hier ist es, also ich finde, es ist manchmal schwer zu ertragen. Also für mich, muss ich ehrlich sagen. Und das hat so gut getan. Das war Balsam für die Seele. Die sind so freundlich, die Engländer. Also das war toll. Uns hat es mega gut in England gefallen. Jeder hat halt auch einen anderen Anspruch an ein Land oder an eine Art Reise oder so. Für uns war es richtig schön. Wir hatten keine Probleme gehabt mit Stellplätzen oder irgendwas. War alles gut. Von daher, würden wir gerne nochmal machen, muss ich sagen. Also das Land ist noch nicht zu Ende bereist. Ja, und die Ziele für nächstes Jahr sind eigentlich nicht sehr groß. Wir haben uns jetzt keine großen Ziele gesteckt, weil man gar nicht weiß, was kommt. Das hat auch mit unserem Hund zu tun. Dalton ist, wie ihr ja wisst, ein sehr alter Mann. Er ist noch fit, absolut, also alles gut. Keine Probleme im Moment, also, aber man weiß nicht, das kann halt manchmal schnell gehen und dementsprechend werden wir auch nicht so groß planen. Eine Tour würden wir gerne machen, das ist Schottland, die haben wir uns vorgenommen. Und was dann noch so dazu kommt, das werden wir dann einfach sehen. Wir werden dann auch gucken, wie das nächstes Jahr ist. Ich hoffe, dass es jetzt das letzte Jahr ist, wo Michael dieses Pensum arbeitet, dass wir dann also eventuell einen Weg gehen oder er besser gesagt sich dafür entscheidet, einen Weg zu gehen, wo er dann ab übernächsten Jahr also nicht mehr so viel arbeiten muss und wir mal etwas mehr Zeit für uns haben und er sich dann so ganz langsam an das nicht mehr arbeiten gewöhnt. Ja, es ist halt auch schwierig. Auf der einen Seite freut man sich, mehr Zeit zu haben und zu reisen und zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Schritt wieder näher an die Endlichkeit. Dieses Thema war dieses Jahr bei uns sehr präsent. Also ich habe dieses Jahr also einige Menschen irgendwo verloren. Und der Besuch auf dem Friedhof wird immer größer, also das Spektrum wird immer weiter, es sind immer mehr Leute auf dem Friedhof. Und man denkt dann halt nochmal ein bisschen anders auch über das Leben nach, ne? Weil man selber merkt, wie nahe man an diese Endlichkeit heranrückt und mit welchen Schritten. Und das ist natürlich dann immer so das Thema nicht mehr arbeiten oder dann in dem und dem Alter aufhören zu arbeiten, heißt aber auch, dass es geht dann in die Richtung, das letzte Drittel sozusagen zu gestalten, so schön wie es geht. Und man weiß nicht, wie lange man hat. Ist auch gut so. Aber einer geht halt früher und der andere geht später. Und man weiß ja nicht, wann die Zeit für einen kommt. Also das war dieses Jahr schon ein bisschen, da gab es doch ein paar Einschläge, muss ich sagen. Also, aber das ist halt so, wenn man älter wird, ne? Ja, es wäre immer nicht so viel, man melancholische Worte noch finden, das reicht jetzt. Aber auch das gehört auch irgendwo mal dazu, sowas mal anzusprechen. Ja, und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr dabei wart dieses Jahr, dass ihr uns begleitet habt, dass ihr immer auch schöne Kommentare findet, schöne Worte findet und uns aufbaut und motiviert weiterzumachen. Da gab es auch schon dieses Jahr den einen oder anderen Punkt, wo ich gesagt habe, macht das noch Sinn hier? Höre ich auf damit? Mache ich weiter? Also ich war schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich schmeiß das hin. Aber dann haben wir so viele nette Leute kennengelernt, die wir nie kennengelernt hätten, wenn wir diesen Kanal nicht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, also nein, ich mache weiter. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Feiert schön im Kreise eurer Liebsten und macht's euch schön gemütlich. Und wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir sehen uns nochmal in diesem Jahr, weil wir reisen nach Weihnachten dann in den Norden für ein paar Tage, treffen uns nochmal mit anderen YouTubern und da freuen wir uns richtig dolle drauf und dann sehen wir uns auch nochmal zum Jahreswechsel. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Weihnachtszeit. So, bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.